Schließlich habe ich das Tal doch noch gefunden. Bleib da stehen, Eisenstein. King, wie hast du hierher gefunden? Das ist jetzt unwichtig. Viel wichtiger ist, dass ich deine fiesen Pläne durchkreuze. Meine Pläne durchkreuzen? Mein lieber King, du hilfst mir, sie durchzuführen. Pass auf, Joe. Er hat ein tragbares Dino-Strahlgewehr. Sehr richtig, King. Ein Schuss und du wirst in einen hilflosen Dinosaurier transformiert. Du kannst mir nicht drohen. Ich mache bei deinen bösen Plänen nicht mit. Vielleicht kann ich dich überzeugen, wenn ich die liebliche Prinzessin Azura bedrohe. Nein. Okay, ich mache alles, was du willst, wenn du ihr nur kein Haar krümmst. Komm her, King. Ich habe etwas für dich. Das ist der Kristallschädel. Was soll ich damit machen? Ich möchte, dass du ihn auf die Statue da drüben legst. Das hört sich nicht schlecht an. Oh oh, ich weiß ja nicht. So, jetzt lege ich den Schädel hinein. Und jetzt? Ach du mein Schreck. Es hat funktioniert. Genau, wie die Legende es besagt. Alle Systeme funktionieren. Ein Roboter. Die Befehle werden akzeptiert. Das verstehe ich nicht. Was ist dieses Ding? Dieses Ding ist die mächtigste Maschine auf der Erde. Ich wurde von den Erbauern dieses Tals geschaffen, um bei der Konstruktion und dem Schutz behilflich zu sein. Wenn er meine Armee von Dinosauriermenschen anführt, bin ich unbesiegbar. Und dann hält mich nichts mehr davon ab, die Weltherrschaft zu übernehmen. Ah ja. Ich gehorche nur der Befehlseinheit. Hey, das bin ja ich. Ach so. Ach so. In diesem Fall, King, muss ich dich töten. Oh oh. Ach du Scheiße. Danke, dass du mir das Leben rettest. Ich habe nur meine Aufgabe erfüllt. Er gehorcht also uns. Güte, was ist passiert? Meine kristalline Struktur hat die Intensität seiner Waffe vergrößert. Ist das schlecht? Das bedeutet, dass seine Stärke äquivalent zu meiner ist. Das ist nicht gut. Ich muss ihn stoppen. Ach du Scheiße. Oh mein Gott! Jetzt kämpfen sie gegeneinander! Mach doch etwas, Joe! Beeilung! Bevor sie sich gegenseitig umbringen! Ich kann nur sagen, dass das echt verdammt cool ist, weil ihr seht's ja, im Hintergrund kämpft gerade ein Riesenroboter mit einem Dinosaurier. Und ich muss, glaube ich, kaum anmerken, dass das echt ziemlich, ziemlich cool ist und ich nicht damit gerechnet hätte. Ach du Scheiße! Da wackelt der ganze Bildschirm. Was kann ich denn jetzt machen? Ich weiß es gar nicht. Wir müssen den ja irgendwie aufhalten können. Ja, hoffentlich besiegt der Roboter Frank. Erinnert dich das an die Zeit in Borneo? Du meinst den Zwischenfall mit den Dayak-Animisten auf dem Kinabalu? Ja, wenn es nur ganz einfach wäre, hier rauszukommen. Richtig, Joe. Aber diesmal sind hier keine Orang-Utan. Okay. Ich frage mich, wie es der Amazon-Queen gerade so geht. Wahrscheinlich 2 Meter unterhalb der Wasseroberfläche. Denk am besten gar nicht drüber nach. Tja. Wie bist du hier runtergekommen?
Das ist eine lange Geschichte, Drew. Die erzähle ich dir, wenn alles vorbei ist. Bis dann. Okay. Na schön, dann fragen wir nochmal Faye. Entschuldige, Faye. Ja, Joe? Vielleicht sollten wir flüchten, solange wir noch können. Das können wir nicht tun. Wenn Eisenstein es schafft, den Roboter zu zerstören, dann kann er seine verrückten Pläne durchführen. Aber was können wir tun? Wenn Hans doch nur hier wäre. Ihm würde bestimmt was einfallen. Ich schätze, wir werden einfach warten müssen, bis dir was einfällt. Na danke. Der Hans. Wo ist Hans Anderson? Wo ist Anderson? Er wartet im Zeppelin auf uns. Er ist zu weit weg, als dass wir ihm signalisieren könnten, dass wir Hilfe brauchen. Ach, bis später. Okay, Joe. Entschuldige, Azura. Was ist denn, Joe? Wie lange werden die beiden noch kämpfen? Sie haben beide übermenschliche Kräfte. Das kann Tage dauern. Ich habe sowas schon mal gesehen. Oh, Bruder. Ich weiß, ich hätte einen Schlafsack einpacken sollen. Ich auch. Wir hätten uns meinen teilen können. Das ist der Liebling. Und er spielt wieder Jojo und sie guckt in den Spiegel. Willst du mit mir ausgehen, wenn das alles vorbei ist? Was? Du meinst richtig abends mit Einladung und so? Ja. Ja, doch. Ich verstehe. Wenn du nicht willst. Unsinn, Joe. Das würde ich gerne annehmen. Ehrlich? Na fein. Falls wir Frank davon abhalten können, die Weltherrschaft zu übernehmen. Bis dann. Okay. Cool. Und Leute, ich würde sagen, wir schnappen uns jetzt den Dino-Strahler. Dieses Dino-Strahlengewehr kann Menschen in Dinosaurier verwandeln und zurückverwandeln. Dann würde ich mal sagen, nehmen wir ihn mit und feuern ihn ab auf Monster Frank. Ich versuche mal auf Frank zu zielen. Mal sehen. Oh oh. Nein! Er hat den Strahl gebrochen. Du musst Faye wieder zurückverwandeln. Okay, ich versuch's mal. Gut gemacht, Joe. Entschuldige, Faye. Okay. Faye. Ja, Joe? Ja, genau. Ich möchte, dass du deinen Spiegel umdrehst. Und wofür bitte? Wenn Frank den Strahl bricht, wird er an deinem Spiegel abprallen. Ah, ich verstehe. Dann werde ich nicht in einen Dinosaurier verwandelt. Hoffentlich okay, nicht. Ich versuch's mal. Danke, Faye. Okay, super. Dann benutzen wir den Strahl noch einmal. Um jetzt Frank zu treffen. Nochmal. Oh oh. Das hat nicht Die sehen voll putzig aus. Ein Mist. Sparky gibt sicherlich einen niedlichen Dinosaurier ab. Ja, ne? Aber was sollen wir mit ihm als Triceratops machen? Weg damit. Ich fühl mich so abgeklärt. Oh. Jetzt können wir dem doch bestimmt auch was geben. Die Maske, natürlich. Maske ihm geben, hey, hoffentlich Sparky. Klappt das. Ja, Joe. Ich habe eine Idee, wie du gegen den Dino-Strahl geschützt werden kannst. Und die wäre? Soll ich es dir zeigen? Nein, ist nicht nötig. Setz diese Maske auf. Okay. Die glänzende Oberfläche sollte den Strahl brechen. Setz dich einfach hin, Kumpel. Was war das? Oh, das tut mir so leid, Sparky. Aber du hättest weg sein sollen, bevor wir gegangen sind. Okay, sehr gut. Und jetzt können wir das Ganze nochmal mit dem Strahl probieren. Und dann hoffen wir einfach mal, dass es jetzt klappt. Toi, toi, toi. Um jetzt Frank zu treffen. Hasta la vista, Frank. Sehr gut. Du hast es geschafft.
Du hast Dr. Eisenstein. Das war mal wieder ein Schuss in den Ofen. Puh, das hätte ich ohne eure Hilfe nie geschafft. Ich erwarte weitere Befehle. Ich glaube, wir machen, dass wir hier wegkommen. Kannst du die Talschilde wieder aufstellen? Ich könnte die Energie des Kristallschädels in sie zurückbündeln, aber der Schädel wird hier bei mir im Tal bleiben müssen. Hm, das ist auch keine schlechte Idee. Das hält solche Verrückten wie Frank ab. Mach es so. Es ist dein Befehl. Aber was ist mit den Dinosauriern? Wir könnten eine Menge Geld mit ihnen machen. Manches lässt man manchmal einfach so, Faye. Da hat er wohl recht. Ist alles vorbei? Habe ich etwas verpasst? Ich erzähle dir das alles später, Sparky. Okay, Jungs. Verschwinden wir hier. Und Mädels. Meinen Glückwunsch, King. Es sieht so aus, als ob du gerade die ganze Welt gerettet hättest. Vielleicht habe ich mich in dir getäuscht, Joe. Nachdem Eisenstein weg ist, ist die Erde wieder ein sicherer Ort zum Leben. Wenn er seine Talente nur für Nettigkeiten eingesetzt hätte, anstatt für Zerstörung. Sieh mal. Das Schild ist wieder hergestellt. Das Tal ist jetzt wieder sicher. Aber wie lange? Mach dir keine Sorgen, Joe. Der Amazonasdschungel war für tausende von Jahren unberührt. Ich bin sicher, dass er es auch für tausende von Jahren bleiben wird. Tja, Prinzessin, ich muss dann wieder nach Hause. Aber Joe, ich möchte bei dir bleiben. Jawohl! Und wir haben die Welt gerettet und das war's dann auch mit Flight of the Amazon Queen. Wir haben das Spiel erfolgreich abgeschlossen. Die Session ging jetzt übrigens 6 Stunden. Ich habe jetzt 6 Stunden aufgenommen, nicht ganz am Stück. Ich habe ja zwischendurch immer mal ganz kurz Pause gemacht. Ja, was soll ich sagen? Ich kann nur sagen, das Spiel hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen. Ich weiß jetzt nicht, wie lange die Endcredits gehen, deswegen will ich es ein bisschen kurz fassen. Mir hat es wirklich ultra gut gefallen. Der Humor, die Story, das ganze Ambiente war wirklich toll. Also die Story ging auch immer weiter, es gab immer mehr Räume, die Rätsel waren echt gut. Ich fand die jetzt gar nicht mal zu schwierig, also klar, an ein paar Stellen musste ich dann schon immer ein bisschen überlegen, aber es war nicht zu schwierig, es hatte immer einen guten Schwierigkeitsgrad. Es hat mega viel Spaß gemacht, wie gesagt, auch tolle Musik, die Musik hat mir auch sehr gut gefallen und wie gesagt auch diese ganzen Orte, dass wir jetzt am Ende zum Beispiel auch Dinosaurier getroffen haben und alles drum und dran, das war auf jeden Fall echt richtig, richtig cool und klar, auch der ganze Stil von dem Spiel, dieser Retro-Charme, großartig, muss ich einfach sagen, wirklich großartiges Spiel und ich würde fast sagen, dass ich würde mir sogar irgendwie eine Fortsetzung wünschen mit den ganzen Charakteren und mit einer neuen Geschichte, finde ich das irgendwie richtig cool. Könnte ich mir sogar ziemlich cool vorstellen. Aber ich denke, wir werden nie eine Fortsetzung kriegen, denn wie gesagt, das Spiel ist jetzt auch schon 20 Jahre alt und wie gesagt, ich weiß auch nicht, was die Entwickler jetzt gerade machen, wollte ich mich auch nochmal erkundigen. Wie gesagt, also eine Fortsetzung würde ich sogar gerne sehen, theoretisch. Wird wahrscheinlich nie passieren, aber nichtsdestotrotz wirklich ein sehr, sehr gutes Point-and-Click-Adventure. Wahrscheinlich eins der besten Point-and-Click-Adventures, das ich überhaupt gespielt habe. Und wahrscheinlich gehört es auch generell zu den besten. Ja, also bedanke ich mich nochmal fürs Zusehen. Vielen Dank fürs Zusehen. Und dann noch ein herzliches Tschüssi.
The End, das Ende.